Westfalen-Pokal, Viertelfinale, Sportfreunde Lotte gegen den SC Preußen Münster. Auch wenn der Verbandspokal für beide Teams zweitrangig ist und sowohl der Regionalliga-Spitzenreiter als auch der Drittliga-Vierte aus Münster den Fokus klar auf ihre Missionen Aufstieg legen, keiner wollte sich in diesem Duell eine Blöße geben. Zudem winkt ja im Westfalen-Pokal auch die Qualifikation für den DFB-Pokal. Die erste gute Chance des Spiels hatte der Drittligist Nazarov mit der Flanke. Taylor bekommt den Ball nicht aufs Tor. Unter Dauerregen zog es immerhin knapp 1800 Zuschauer ans Lotter Kreuz und die sahen in Hälfte 1, dass die klassentieferen Sportfreunde deutlich mehr vom Spiel hatten, durch viele Standards, aber auch gute Chancen. Und hier, da ist der Ball drin. Doch der Unparteiische gab das Tor nicht. Chapur Sabé hatte Hergesell in dieser Szene wohl von hinten weggestoßen. Ja, Glück auf jeden Fall für die Adlerträger. Und Münsters Anhang hoffte nun auf die zweiten 45 Minuten. Und diese Hoffnungen wurden erfüllt. Freistoß für Preußen, das ist Bischof. Und das ist ganz scharf rein. Und das 1:0 für Preußen in der 62. Spielminute. Sie sehen selbst große Erleichterung beim Team von Trainer Gottschalk. Die Frage bleibt nur, wer war hier der Torschütze? Bischof, Eigentor oder Taylor? Der Stürmer klärt uns auf. Der Lotte-Spieler hat das reingemacht, aber ja, eigentlich ist das super, super Freistoß von Bischof. Und ja, normalerweise, ich würde Tor zum Bischof gehen. Das ist kein, in meiner Meinung kein Eigentor, weil er bringt das Ball aufs Tor und wir laufen alle rein. Zum Glück Tor gefangen. Der ehrliche Matthew Taylor sollte hier auch noch zu seinem Treffer kommen. Nach einem Aussetzer des Kapitäns Tobias Willers hat Taylor freie Fahrt aufs Lotter-Tor. Und das lässt sich der US-Amerikaner nicht nehmen. Das 2:0 war natürlich die Vorentscheidung hier am Lotter Kreuz. Und mit dieser Führung im Rücken entwickelten die Preußen auf schwerem Geläuf richtig Freude und Spielkultur, wie in dieser Szene. Nazarov mit einer perfekt getimten Flanke, Taylor 3:0. Matthew Taylor wird hier nur begleitet von der Sportfreundeabwehr und hat so keine Mühe, sein drittes Pflichtspieltor innerhalb von nur 4 Tagen zu schießen. Und von Münsteraner Seite gab es auch allen Grund, zufrieden mit der gesamten Partie und dem Einzug ins Halbfinale zu sein. Auf so einen schlechten Platz hier in Lotte zu überstehen, wenn viele Mannschaften Probleme kriegen. Wenn wir nicht diese Einstellung hatten, hätten wir heute mit Sicherheit nicht gewonnen gehabt. Und deswegen kann ich Kompliment aussprechen an meine Mannschaft. Tolle Einstellung. Natürlich sehr wichtig, nach dem Saarbrücken-Spiel eine Reaktion zu zeigen, zumindest nach den letzten 25 Minuten, dass wir da auf jeden Fall zeigen, dass wir es auch besser machen können. Das haben wir heute in der zweiten Halbzeit, glaube ich, extrem gut umgesetzt. Erste Halbzeit war auch schon ordentlich, aber die zweite Halbzeit hat man echt gesehen, dass wir wirklich wollten. Bis zum 1:0 war das ein Spiel auf Augenhöhe, vielleicht sogar Tick in unsere Richtung. Also wenn wir 1:0 geführt hätten zu dem Zeitpunkt, wäre, glaube ich, auch verdient gewesen. Ja, am Ende auf jeden Fall zu hoch ausgefallen. Wir haben schon gesehen, dass wir auch über weite Strecken des Spiels mithalten konnten. Wir haben auch in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach ein reguläres Tor erzielt. Der Linienrichterassistent ist zur Mittellinie gelaufen. Der Schiedsrichter hat zuerst auf Tor entschieden, hat es dann wieder zurückgenommen. Wenn da das 1:0 fällt, wird es sicherlich sehr interessant hier in der Partie. Trotzdem, ja, ist natürlich eine gewisse Enttäuschung da, aber bei uns liegt natürlich auch der Fokus auf dem Samstagsspiel in Duisburg.